Ich bin in der Muffertalle, so wie jeden Donnerstag und 10 Mädchen. Sie hat einen perfekten Körperbau und trägt eines dieser knappen Kleider, die ich besonders mag. Und seit dem Augenblick, als ich ihr lächeln sah, gehört der Frau mein Interesse. Doch ich stehe allein in der Ecke, denn nur mit einem Mikro in der Hand habe ich eine große Fresse und bin selbstbewusst. Ansonsten bin ich eher schüchtern, doch der Abend war lang. Ich bin nicht mehr ganz nüchtern, also gehe ich auf sie zu. Hoff, dass sie es nicht merkt, ich hab was Großes in der Hose und es ist mein Herz, trotzdem sag ich, du kennst mich, Kungschuh, vom Topf für meinen Flow und den Funk aus München Nord krieg ich die Bilder. Ja, was laberst du da, du Spinner? Sie war kein Hip-Hop-Fan wie Anna, sie lacht mich aus und sagt, meine Mama hat mir gesagt, ich soll nie mit Fremden sprechen und ich glaube, ich wär schon lange nackt, wenn deine Augen Hände hätten. Und ich steh nicht auf Typen, bei denen die Brustwarzen näher zusammenliegen als die Augen. Ich steck nicht gleich meinen Kopf in den Gasherd. Es gibt noch tausend andere und Versuch war es wert. Man kann nicht immer gewinnen, manchmal versagt man kläglich. Aber wer sich selbst nicht bewegt, der bewegt nicht. Die Welt wird nicht einfach besser, nur weil sie sich dreht. Man bewegt nichts, wenn man sich selber nicht bewegt. Die Welt wird nicht einfach besser, nur weil sie sich dreht. Man bewegt nichts, wenn man sich selber nicht bewegt. Und trägt nach dem Motto jeden Tag eine gute Tat. Dies war nie das, was zählt. Aber ich lebe danach, denn die Welt wird nicht besser, solange keiner Gutes tut. Drum helfe ich denen, die sich nicht selber helfen können. Mir tut es gut, wenn ich am Abend sagen kann, heute war ein guter Tag. Drum plane ich meine gute Tat und mach mich auf zum Supermarkt. Denn die Regale sind voll von Sklaverei und Unterdrückung. Ich gehe zum Tiefkühlfach und besorg mir 100 Stück von Camp Negros allerfeinsten Fischstäbchen erster Klasse. Ich kauf hier gerne ein, wegen dem Mädchen an der Kasse. Aber heute geht's um mehr, eine Mission ist zu erfüllen. Ich fahr zum Hauptbahnhof und nehme den ICE nach Sylt. Ich geh zum Strand und seh das Ende meines langen Wegs. Es ist die vorderste Planke an dem großen Landesteg. Ich setz mich auf die Kante und höre ein leises Rascheln neben mir und ich öffne meine blaue Reisetasche. Hör dir den Ruf der Wildnis, hör dir das Meeresrauschen, ich schließ die Augen, träum davon mit euch zu tauschen, reiß die Packungen auf und zähle leise bis drei. Schwimmt nach Hause, ihr seid frei. Die Welt wird nicht einfach besser, nur weil sie sich dreht. Man bewegt nichts, wenn man sich selber nicht bewegt. Die Welt wird nicht einfach besser, nur weil sie sich dreht. Man bewegt nichts, wenn man sich selber nicht bewegt. Ich dachte mal, es wird gut, aber das ist lange her. Ich mach die Augen auf und wünsch, dass alles anders wäre. Denn wohin ich auch schau, ich sehe das Elend dieser Welt. Umweltkatastrophen, Hungersnot und wieder stellt sich mir die Frage, warum unternimmt denn keiner was dagegen? Ich forsche nach und suche nach dem Ursprung allen Elends. Und plötzlich komm ich drauf, woher der Wind weht. Denn die Welt wird nicht besser, nur weil sie sich dreht. Also weiß ich jetzt genau, was ich tun muss. Ich nehm Hammer und Holzpflocke und ein langes Seil. Und zum Schluss noch unser Wellensittich, Julius Caesar aus dem Käfig. Pack alles in meinen Rucksack und geh zu Fuß zum Sportplatz, der bei mir ganz in der Nähe ist. Dort angekommen nehm ich erstmal den Hammer und klopf damit so oft auf den Block, bis ein langer Teil tief in der Erde steckt. Und bind daran das Seil mit einem Ende fest, an das andere den Vogel mit nem kleinen Knoten. Ich nehm ihn sanft in die Hand und schleudere ihn nach oben. Mein Problem ist gegen der Erdrotation, ich ruf ihm nach, Julius, du schaffst das schon. Nicht nur der Sonne entgegen, die schon tief im Westen steht. Ich seh, wie das Seil sich spannt und ich weiß, dass es geht. Ich fühl mich wirklich gut, während ich nach Hause wander. Aha, die Menschheit ist uns jetzt bestimmt auf ewig dankbar. Morgen früh steht die Erde still und dann wird alles gut. Es war schon lange an der Zeit, dass jemand etwas tut. Die Welt wird nicht einfach besser, nur weil sie sich dreht. Man bewegt nichts, wenn man sich selber nicht bewegt. Die Welt wird nicht einfach besser, nur weil sie sich dreht. Man bewegt nichts, wenn man sich selber nicht bewegt. Die Welt wird nicht einfach besser, nur weil sie sich dreht. Man bewegt nichts, wenn man sich selber nicht bewegt. Die Welt wird nicht einfach besser, nur weil sie sich dreht. Props gehen an jeden, der dies hier versteht.